Atmosphäre. Wir sind heute wieder zu zweit unterwegs. Also machen wir ein zweites Special. Haben wir gedacht, hauen wir heute mal raus. Ja, wir sind da. Hinter uns in einem Kelten- und Römergebiet. Wir suchen jetzt mal die zwei Wiesen ab. Da hinten auch am Buckel dort. Ja, dann wünschen wir uns gut Fund. Und wir sehen uns beim ersten Fund. So, da haben wir jetzt gleich 5 Meter vom Auto weg einen Münzwert gekriegt. 35er Wert war es. Und da schaut es schon aus. Schaut es euch das an. Erster Fund für heute. Wahrscheinlich ein BRD-Mark. Der Wahnsinn. So fängt schon gut an. Ja, Spitzenfund und weiter geht's. So, jetzt haben wir da unseren nächsten Fund. Also echt Wahnsinn. Das Anfang gleich haben wir. Es war übrigens ein 2 Mark Stück von 19. Was war es jetzt? 67, genau. Und da haben wir gleich wieder unseren nächsten Fund. Mit einem 80er Wert. Und da ist drinnen. Ja, was ist das? Oh ja, das schaut interessant aus. Schaut aus wie der Doppelknopf. Und das schaut interessant aus. Ja, der Dreh ist wieder recht da. Kann man nicht viel machen jetzt. Also für mich schaut das aus wie ein Doppelknopf. Hinten ein bisschen deformiert und vorne halt flach noch. Gut, super Fund und weiter geht's. Da haben wir jetzt gleich wieder unseren nächsten Fund mit einem schönen 40er Wert. Da ist er gleich drinnen. Schaut am Anfang jetzt wieder Blei aus. Ja. Ne, das ist kein Blei. Das war stur. Okay. Ja, da muss mein Grabmesser wieder mithalten, wenn es rausgeht hat. So. Haben wir es auf alle Fälle herausten. Aha, und da haben wir es schon. Aber das schaut nicht gut aus. Das ist ein Rost dort. Ja, das wird ein ziemlich verrostes Eisenteil sein. Schätze ich mal. Irgendeine Schlacke oder sowas. Gut, und weiter geht's. Da vorne, der wo läuft, der erste. Unser Bergführer. Nein, der hat uns da aufgeführt auf die Wiesen. War ziemlich eine löchrige Fahrt und der müsste selber da on work, würde ich sagen. Ja, dann schauen wir mal, wie es weitergeht. Und ja, den habe ich jetzt gerade rausgenommen. Sehen wir uns wieder beim nächsten Fund. So, also ich muss sagen, das Gebiet ist echt top. So wie da vorne, da wo unsere Autos stehen. Schon die 2 BRD-Mark ausgezogen und jetzt haben wir da schon wieder anscheinend einen Münzfund. Ich habe ihn vorher schon gesehen, ohne dass ich einen Pinpointer gemacht habe. Haben wir wieder einen fetten Münzbrocker und da steckt es drin. Jawohl. Schauen wir bloß noch, was das ist. Ja, da oben sieht es. Da ist wahrscheinlich mit dem Spaten schon ein bisschen beschädigt beim Neustecher. Ist auf jeden Fall Kupfer, das Metall. Ja, der Dreck lässt sich wieder gar nicht runter. Das ist ekelhaft. Also vorne kann ich auch nichts drauf erkennen jetzt erst einmal. Da reibe ich jetzt auch gar nicht mehr rum. Das sage ich euch sowieso noch hat. Ja, super. Wieder mal Münzen. Auch wenn es ein Münzleiche ist. Und weiter geht's.
So, es weihnachtet sehr. Der Schwan schneit wieder richtig. Ihr wird eine schlechte Nachricht. Meine Kammerspule hat jetzt wirklich richtig einen Geist aufgegeben. Die vertragt es nicht nur anscheinend, dass selber nicht nass wird, sondern wenn die Wiesen nass ist und du stehst dann an Grashalm wirklich, dann macht die Eisensignale und alles Mögliche durcheinander an Signalen. Also die Spule hat für mich heute das letzte Mal einen Strom gesehen von meiner Batterie. Ich habe jetzt meinen Späti angerufen. Die hat eine Cast-Strike-Spule und die leihen wir jetzt aus. Und hoffentlich ist es dann besser. Also, bis gleich. In der Zwischenzeit, wo ich weg war, hat der Mr. Seller da ganz schön nachgelegt. Schaut euch den Priegel an, Silbermünzen an. Der Wahnsinn. Das sind 20 Reizer und es war mein Münzknopf. Von 1780. Wir haben ein Kreuz gefunden. Das undefinierbare Teil da, das müssen wir noch nachschauen, was das ist. Eine schöne Schuhschnallen und ein Mumpel. Super. Dann haben wir jetzt ein ganz schwaches, tiefes Signal gehabt. Dann schauen wir mal wieder. Aha. Ah, ich sehe schon. Und dann haben wir wieder eine schöne, kleine, weiße Mumpel. Super. Und weiter geht's. So, und der nächste Fund ist gleich im Anschlag. Aha, da in dem kleinen Brocker haben wir drin. Hoffentlich ein Münzbrocker. Ah, jawohl, da schaut schon was rund raus. Ah, jawohl, und wir haben wieder einen kleinen Knopf erwischt, so wie das ausschaut. Ja, die Ösen, ja, da bleibt's. Ich kann jetzt nicht sagen, ob die dort ist. Nur die daheim sauber machen. Super schöner Knopf. Und weiter geht's. So, da haben wir jetzt einen ganz schönen oberflächlichen Wert gekriegt. Im Münzbereich. Mit dem Wert 60. Und ich hoffe, dass das ein Münzen ist. Ja, da herum ist gleich drin. Und es liegt am Pinnigärten. Oh nein, hier haben wir wieder Aluminium, wie das ausschaut. Gut, und weiter geht's. Dann haben wir da wieder uns gelernt, das nächste Signal. War sehr sprunghaft, das Signal, muss ich sagen. Aha, da ist drin. Und ich sehe schon. Ja, super, haben wir Projektil erwischt. Nicht schlecht. Hat glaube ich sogar eine schwarze Spitze. Schauen wir hinten, was drin ist. Ja gut. Also da müsst ihr aber aufpassen hinten, wenn der Forstverkehr da noch drin ist. Dann werde ich es, ja, werde ich es nicht mitnehmen. Wenn ihr das in den Fundtaschen steckt und dann durch Reibung echt das Ding hochgeht, nicht so toll. Ja, bei dem ist jetzt so, das ist jetzt schon ausbrennt hinten. Ja, lass dich anschauen. Da hinten schon ausbrennt. Die kann man bedenkenlos mitnehmen. Aber wenn der weiße Phosphorkern noch drin ist, dann darf ich das nicht mitnehmen. Da darf es euch wie gesagt dann selber in Gefahr begeben, dass euch da das Projektil da in der Fundtaschen oder Hosentaschen dann Feuerfang durch die Reibung und dann das Ende im Gelände. Gut, dann sehen wir uns beim nächsten Fund. Da haben wir ein nächstes Signal gekriegt gleich. Mr. Seller da ist wieder schwer am Arbeiten da hinten. Und ich muss jetzt mal nachlegen. Ja, vielleicht finde ich jetzt auch noch so Münzen. Glaube ich aber nicht vom Wert her. Das sind die 30 gewesen, vielleicht ist es ja Reichspfennig. War auch nicht schlecht, weil über die Pfennig freue ich mich genauso wie über die Silbermünzen.
heute gar nicht. Ah, da. Da war wieder ein schöner Münzflug, gell? Das legen wir natürlich. Und da liegt schon dort noch wieder Aluminium. Ja, wird irgendeine Verpackung von einem Aluminium. Gut, und weiter geht's. So, da haben wir jetzt ein ganz schönes 40er Signal, ganz klar. Ist ungefähr in der Mitte so drin. Weil dann kann ich nämlich nachlegen. Ja, jetzt mag mein Pin nicht aus der Tasche lassen. Ja, da haben wir es ja sofort erwischt. Da in dem Drucker ist drin. Denk da noch nichts. Jetzt in der Hand. Das schaut interessant aus. Ist auf jeden Fall was Grünes. Wahrscheinlich aber auch bloß ein Kupferblech. Ja, ist recht batzig heute, wie ihr es seht. Ja, wahrscheinlich bloß ein Kupferblech, aber ich mach's einmal sauber. Gut, und weiter geht's. Ja, gehen wir gleich zum nächsten Fund. Wieder ein schöner 60er Wert. War ziemlich neu genäht, muss ich sagen. Also was jetzt so kein Strike-Spul, wenn man sagen muss, da liegen Welten dazwischen. Zwischen der Karma-Spule und der Core Strike. Bezüglich auf Nässebeständigkeit. Also die war vorher, wie ihr jetzt auch seht, noch viel mehr voller Schnee. Und die hat gar nichts gemacht. Also bei der Kammerspule war es echt so, du hast dann einen Grashalm ohne Schlung und dann war es aus. Du hast lauter vom Signal gekriegt. Gut, dann müssen wir nochmal drüber gehen. Na, ich weiß nicht. Müssen wir noch mal Teilen den Drucker. Aha, da ist drin. In dem anderen Teil. Und ich glaube, ich habe schon was hart gespürt. Ja. Und dann haben wir wahrscheinlich wieder ein Aluminium. Das gibt's ja nicht. Ja gut, und weiter geht's. Ja, da haben wir jetzt auch wieder ein schönes Signal gehabt. War sehr konstant auch wieder im 60er Bereich. Noch nicht erwischt. Anscheinend nicht. Das müsste aber heraus sein.
Meter hoch. Ganz oben in der Grasnarbe drinnen. Jawohl, wir haben was rund gefunden. Hoffentlich eine Münze. Nein, das kann man nicht genau sagen. Aber es schaut zumindest so aus. Wieder in Bärzeit, furchtbar. Ja, es schaut auf jeden Fall in der Art sowas wie drüber aus. Da oben kann man sehen. Kann auch jetzt ein Marken sein oder irgendein Müll, aber ich glaub's fast nicht. Mach ich sauber und zeig's euch noch. Gut, und weiter geht's. Dann gehen wir gleich zum nächsten Fund. Wird da laut. Ach, geh her. Mein Detektor. Da in dem Aushub drinnen sein. Teilen wir natürlich gleich wieder. Haben wir es ja gleich erwischt. Oh, da schaut was aus. Jawohl. Irgendwas aus Kupfer. Jetzt fällt er mal wieder runter. Oh, das könnte jetzt so alt sein, das könnte Eile gar nicht mehr sein. Das war keine Ahnung. Ich stecke auf jeden Fall mal ein. Dann schauen wir nochmal, vielleicht noch was ist. Anscheinend nicht, okay. Gut, dann bis zum nächsten Fund. Der Fund müsste da in dem mittleren Brocker da drinnen sein. War sehr konstant für den 40er Bereich. Aha, da in dem Brocker ist drin. Da ist es. Oder? Na da. Okay. Das kleine Teil da. Hat das Signal gemacht. Ja, anscheinend. Boah, da war jetzt auf Anhieb gar nicht auf die Seite. Und der Stift wahrscheinlich. Ja, und weiter geht's. Am nächsten Signal sehr schwach. Ich muss sagen, so batzig wie es heute ist, war es mir nicht einmal im Jahr. Und da haben wir es auch sofort erwischt. Und da haben wir wieder wahrscheinlich ein Aluminiumteil. Gut, und weiter geht's. Oh, als nächstes haben wir wieder ganz ein komisches Signal gehabt. Ah, da ist es drin. Und da liegt es auch schon. Da haben wir eine Patrone. Mal schauen, ob wir das Kaliber lesen können. Die ist nicht einmal abgeschlagen. Aber die hat ihren, ja, die Projektilot verloren. Ist wahrscheinlich eine aus dem Zweiten Weltkrieg. Super, und weiter geht's. So, da haben wir jetzt einen ganz schönen oberflächlichen 35er Wert. Da bin ich jetzt gespannt. Ist unten noch nicht heraus.
bisschen daneben gestochen. Ja, schaut euch die so. Ein A7-Bronzeknopf. Wow. Super. Wow. Klasse. Super so. Oh, das freut mich jetzt wieder nach einer langen Patronen- und Müllperiode. Super. Hat, soweit ich jetzt sehen kann, keine Verzierungen drauf, aber super schöner Schildknopf. Jawohl, so kann es weitergehen. Fangt doch wieder gut an. Ja, wir müssen selber da jetzt noch hinter die drei Buschen da hinten, dem Hang. Mal noch mal kurz rum. Da, der Hang ist sehr interessant. Ja, ich stehe jetzt gerade mitten auf dem Pädel, haben wir den gestern mal mitten durch jetzt. Da hinten sind wir gerade gegangen. Gut, da an dem Megastand hat der Mr. Seller da seine super Silbermünzen gefunden. Ja, und jetzt finde ich da den Schildknopf. Super. Und weiter geht's. So, das Signal, das war relativ weit unten. Ganz schön ausgraben müssen. Ja, und da haben wir es ja erwischt. Und ich glaube, ich sehe schon. Oh. Ach geh, okay. Was haben wir denn da? Was nicht so ein Ring von einer Zeltmaschen. Keine Ahnung. Ja, gut, und weiter geht's. Ah, wieder ein wunderschönes Signal im Silberbereich. Hoppala. Lockt nix so. Ah, da. Was? Ah. Da haben wir was. Ah, das schaut mir aber wieder fast aus wie ein zusammengedrucktes Aluminium. Ja, genau. Also Aluminium ist mein Freund, ganz ehrlich. Wahnsinn. Und weiter geht's. So, da habe ich jetzt gerade vermutet, dass das ein Münzen ist. Aber wenn wir da ein Fragment von einem Besteck, Löffel oder Gabel, mit Verzierung sogar. Super. Zeige euch gereinigt in der Fundzusammenfassung. Und weiter geht's. Als nächstes habe ich gemeint, ich muss weit runterkommen. Und dann habe ich gesehen, dass der Fund da in der Grasnarbe drin steckt. Schaut euch das an. Eine Münze. Jawohl. Sehr flach und dünn. Wahrscheinlich ein bayerischer Pfennig. Finde ich aber gern. Super. Und weiter geht's. So, wenn wir dann super schön in der Münze halten, und das habe ich jetzt auch wieder richtig zum Schneien angefangen. Das, wenn es Weihnachten gegeben hätte. Mein lieber Schirber. Ja, und da vorne ist der Mr. Seller da. Auf dem Hang läuft es anscheinend nicht. Ich habe jetzt auch nicht so viele Signale gehabt.
Aber da haben wir mal ein schönes Mündsignal gehabt. 50er Bereich. Und ich glaube, ich sehe schon. Da ist. Schaut euch das an. Ja, leck mich fett, Alter. Das ist ein Heiligenanhänger. Ja, spinnst du, Alter. Ja, sag mal. Das freut mich jetzt. Boah, den muss ich jetzt noch gleich mal sauber machen und den sage ich euch gleich wieder. Spitze, freut mich. Wahnsinnig. Jetzt habe ich ihn sauber gemacht. Mr. Seller, da hat mir gerade gratuliert. Ja, super Fund. Vorne ist der Jesus drauf. Und da steht der Mütterverein Gars drauf. Genau. Und hinten darf er die Maria sein. Aber was da jetzt draufsteht, schwer zum Entziffern. Versuche ich da mal herauszufinden. Auf jeden Fall super Teil. Bin ich wieder gleich auf, das war jetzt die Silbermünzen, Entschädigung. Gut. Ja, jetzt schneit es sogar noch mehr. Tatsächlich so. Wir Weihnachten. Und weiter geht's. Leider, der glaubt es nicht, dass es passiert. Mr. Seller da hat einen Goldring gefunden. Schaut euch den an. Wahnsinn. Das ist eine Freude. Wenn man sowas auszieht. Wow. Ja, dann muss ich wieder nachlegen, ganz klar. Aber ich glaube nicht, dass ich einen finde. Super, spitze. Boah, also der Goldring. Der war mega. Ja. Das hat mich jetzt selber so überrascht, weil ich bin echt ohne Schmarrn. Da wo der Mr. Seller da steht, 5 Meter daneben am Berg runtergegangen. Aber ich gönn's ihm. Ganz ehrlich. So. Jetzt haben wir da gleich den nächsten Fund. Ah, ich sehe es ja schon. Oh. Oh, oh. Also. Ja, haben wir ein Zahnrad. Gut. Und weiter geht's. In die Spuren vom Bauern. Ein ziemlich oberflächliches Signal kriegt. Und ich glaube, ich sehe es schon. Ist das das? Ja, das war das anscheinend. Aber was das ist ziemlich interessant. Keine Ahnung. Stecke ich mal ein, auf jeden Fall. Dann schauen wir noch, ob da noch was drin ist. Oh ja. Ein Eisenring. Und ich glaube auch, dass der das Signal gemacht hat. Ja, super Signal wie immer. Und weiter geht's. Ziemlich ein gutes 60er Signal gehabt, das war richtig reingeknallt hat wieder. Da haben wir es auch gleich erwischt. Oh, schaut sich das an. Ja, leck. Das ist ein Silber. Ha. Ja, leck mich weg. Das ist ein Arborischer. Ja, den darf ich wieder daheim sauber machen, so schwarz wie der ist. Ah, das ist auch knapp. Aber da ist die Öse noch da. Komplett. Jawohl, freut mich. Super, jetzt habe ich nachgelegt. Und weiter geht's. So, ja, mich freut das jetzt so wahnsinnig. Jetzt habe ich es gleich nochmal auf den Schreck, ja, was heißt Schreck? Habe ich es noch sauber gemacht. Und das sind 30 Kreuzer von 1719. Wahrscheinlich der Max Emanuel drauf. Wahrscheinlich. Wie gesagt, der Knopf hinten, die Öse wahrscheinlich noch dort. Super. Wahnsinnig. Toll. Jawohl. Und weiter geht's. Nächster schöner Wert. Mit weiter Silbermünzen immer noch. Ich kann es bloß noch mal sagen. Und beim Neistecher habe ich schon gesehen. Schaut euch das an. Da haben wir einen schönen Reichspinning.
Ja, zwei Reichsfinning aus dem Deutschen Reich, Kaiserreich. Gut, die Jahreszahl kann ich jetzt nicht mehr lesen. Der ist schon ziemlich flach auf der anderen Seite. Kann man gerade so einen Adler erkennen. Super. Super schöner Fund. Und weiter geht's. So, nächster schöner Wert im ja, sprunghaften Bereich, sage ich mal. Aber ziemlich tief unten, ein ziemlich steiniger Boden und da haben wir es ja schon. Ah, oh, ich sehe es schon. Scheiße. So. Jawohl, und wir haben einen Schnallen. Jawohl. So wie da auch nachgelegt. Super. Das ist eine schöne aus Bronze wahrscheinlich. Jawohl. Bleib mir. Und weiter geht's. Nächster Fund. War das ein bisschen länger wieder da, weil ich wieder Aluminium gefunden habe ohne Ende. Und der schlagt da auch. Da sehe ich schon was Grünes. Ja, bist du närrisch. Was ist denn das? Ja, da legst du nieder. Ja, da bin ich jetzt echt sprachlos, ich weiß gar nicht, was das ist. Super Teil auf jeden Fall, schaut super interessant aus. Wenn ihr das wisst, könnt ihr es mal ruhig in die Kommentare schreiben. Super. Mach jetzt mal kurz sauber und zeig's euch gleich nochmal. Ja, jetzt ist es sauber und wir haben jetzt die ganze Zeit gerätselt, was das sei soll und ja, wir haben ja zum Schluss gekommen, mittelalterlicher Wasserhahn. Nein, aber es schaut aus wie eine Brosche. So in der Art. Könnte ein Mittelalter sein, hat auch so laubähnliche Verzierungen drauf. Super Fund. Echt spitze. Also wenn es so weitergeht, ja, kann man nur sagen, jawohl. Und weiter geht's. So, dann machen wir da mal eine Live-Grabung jetzt mal wieder. Schauen wir mal. War ein 40er Signal. Bin jetzt gespannt. Aha, da haben wir es ja gleich erwischt. Na, jetzt war die Schaufe. Ja, da wird es noch drinnen stecken. Ah ja, ich sehe es schon. Legt es auf der Schaufe drauf. Ein Mundharmonika-Blättchen. Und weiter geht's. So, Mr. Seller, da ist da fleißig unten am Kram wieder. Bin ich gespannt wieder, was er rauszieht. Und ich habe da auch wieder ein super 40er Signal gehabt. Da hat er gleich ganz gescheit angeschlagen. Oh ja, und ich hab schon gesehen, wir haben ein Bleigeschoss. Schön. Also ich finde, heute ist ein Sondeltag, da ist wirklich alles dabei. Von Musketenkugel über Schnallen, über Silbermünzen, Bleigeschosse,
Ja, freut mich. Und die ganzen anderen Münzen haben wir auch schon gefunden haben. Super toll. Und weiter geht's. Der nächste 40er Wert, nicht weit von dem einer Beleihgeschoss vorher. Und es müsste da drinnen sein. Ach geh, siehst du schon. Das ist doch nicht da drin. Da haben wir unseren wunderschönen Klassiker, ja, abzulaschen. Und weiter geht's. Da kann ich 2 Meter drauf, haben wir wieder unseren nächsten Fund. Und er scheint da am Rand drinnen zu stecken. Ja, da lassen wir uns mal überraschen, was da drin ist. Selbe noch am Rand drin. Ich mag alles gar nicht raus. Unten steckt es drin. Ne? Ist wieder voll. Mal schaufeln. Nein. Und sag bitte, das ist jetzt kein Eisenteil. Ah, wir haben es heraus. Und es ist wieder so. Der Mundharmonika stimmt leider. Ja, da hat es anscheinend mal eine Mundharmonika gelegt. Gut, und weiter geht's. Da haben wir jetzt am Waldrand ein ganz kleines schwaches Signal gerückt im dasselbe Bereich. Und es muss halt heraus sein. Und das ist das. Ja. Also für mich scheint das aus wie Aluminium, auch vom Gewicht her. Ja. Wieder mal in den Müll und weiter geht's. Ja, da haben wir jetzt wieder ein sehr schönes oberflächlicheres Signal gekriegt. Und ich hoffe mal, dass das jetzt kein Müll ist. Ich bin jetzt gespannt. Ja. Aha. Da steckt es drinnen. In dem Drucker. Oh nein, ich glaube, ich hab's schon. Und dann haben wir schon wieder ein Aluminium. Und weiter geht's. Das ist der Wahnsinn eigentlich. Wir haben jetzt da an dem Bergbuckel lauter 40er Signale bis jetzt gekriegt. Und da haben wir gleich unser nächstes. Und da muss es drinnen sein. Jetzt wird es wieder mal Zeit für Münzen. Und da sehe ich schon was Weißes. Jawohl, auch nicht schlecht, mal wieder Bleiblumpen, der kleine. Super. Ich schaue jetzt noch schnell, ob da was draufsteht. Ja, anscheinend steht da nichts mehr Großartiges drauf. Ist wahrscheinlich auch neuere Blumpen. Doch, auf der Seite steht noch was drauf. Ja gut, wie gesagt, die mache ich sauber und sage es euch in der Fundzusammenfassung. Spitze Fund. Und weiter geht's. So, nächster Fund. Habe ich ganz schön weit abgekommen wieder müssen. Und da unten sieht man es schon. Wahrscheinlich wieder Bleigeschoss.
Eine ganz schön gegartes Geschoss. Ja, super. Jetzt kommen lauter Bleigeschosse daher. Super, spitze. Mache ich dann sauber und sag's euch. Gut, bis zum nächsten Fund. Da haben wir gleich wieder unseren nächsten Münzbrocken. Mit einem 60er Wert. Und da schlagt er auch an. Und ich hab's schon. Oh, da schimmert was Silbernes. Ah ja, die dürfen ja gar nicht fallen, die Vogelringe da. Super. Müssen wir nur schauen, welche Jahreszahl der hat. Das ist ein 480er, 1984er. Gut. Schöner Fund und weiter geht's. Da haben wir wieder unseren nächsten Fund. Steckt da eine Grasnarbe drin irgendwo? Na? Aha. Na, wo ist? Obergefallen anscheinend. Ey, ja. Was haben wir denn da? Haben wir wieder mal ein Blei. Das könnte jetzt ein Projektil oder eine Plombe sein. Das weiß ich nicht. Auf jeden Fall. Ja, ich glaube, dass das sogar Musketenkugel ist. Die wo was getroffen hat. Gut. Und weiter geht's. Leute, ich sag's euch, der Tag, der hat sich richtig gelohnt. Für Mr. Seller da und für mich auch. Also, war alles dabei heute. Ja, und da ist gleich das nächste, der nächste Fund drin. Mit einem schönen 30er Wert. Ah, da sehe ich was. Wieder was Weißes. Und wir haben schon wieder eine Musketenkugel, ganz eine kleine. Wahrscheinlich wird das eine Pistolenkugel gewesen sein. Die sind noch schön rund. Jawohl. So kann es weitergehen und weiter geht's. Da haben wir jetzt wieder einen sehr oberflächlichen Wert. Ja, sag einmal. Ich möchte alles heute nicht rausgehen. Ja, von wegen oberflächlich, da ist ich schon. Schönes, fettes Eisenteil. Na, das war mal Ochsenschuh. Und weiter geht's. Wir machen jetzt unseren kreativen Endspurt. Ihr seht, es wird schon finster. Und da haben wir unseren nächsten Fund. War ziemlich wieder konstant im 40er Bereich. Da am Rand ist er drinnen. Ah, und ich glaube, ich habe schon gesehen. Da ist drinnen. Nein, das war's nicht. Das war Stur. Ah, da ist. Oh, mei. Und wieder mehr Aluminium. Und weiter geht's. So, nächster Fund, und er ist schon heraus. Da haben wir wieder einen Wolf abgeräumt. Weil die Erde da richtig hart ist auf der Stelle. Und wir haben ihn schon heraus.
Und ich habe es schon in der Hand. Ja, schaut wieder mal interessant aus. Keine Ahnung, was das sein soll. Gut. Wenn es was Interessantes ist, seht ihr es nachher. Und weiter geht's. So, nächster Fund. Mit ein bisschen Flutlicht. Da habe ich vorher schon Piepsen gehört. Ah, da liegt es ja schon am Pini dort. Ja. Da haben wir einen halben Bronzering. Super, wahrscheinlich mal ist das einmal, jetzt fällt es mir nicht ein. So ein Griff von einem Topf oder sowas gewesen früher. Super. Oder irgendwas anderes in der Art. Ganz schön. Und weiter geht's. So, und da wird wieder ein fettes Loch ausgekommen als nächstes. Und da haben wir einen schönen Münzbrocken. Da ist er drinnen. Wird immer kleiner das Ding. Und wenn man wieder irgendeinen, ja, keine Ahnung, runden Metallsplitter. Ja, soviel zum Thema Alufolie. Da wollte ich noch ein bisschen tratzen, ist halt nicht drauf reingefallen. Super schönes Kleid aus der Aussetzung. Aber, also Leute, das war jetzt ein Wert, der hat neigneut brutal. Das hast du bis in die Nachbarschaft gehört. Bestimmt. Das war kein... Ach, geh weiter. Ja, leck mich da am Arsch. Ein Aludeckel. Gut, und weiter geht's. So, jetzt neigt sich der Sondergang langsam dem Ende zu. Wir werden jetzt zum Auto marschieren. Und ich habe da einen schönen Fund gemacht. Ich hoffe mal, dass das einer ist. Und er müsste da drinnen sein, in dem Brocken. Da bin ich jetzt gespannt. Hoffentlich ist es ein Münzbrocken. Ja, und da haben wir's. Puh. Ja, wahrscheinlich wieder irgendein Bleisplitter. Gut, und weiter geht's. Und noch mehr Fund auf dem Heimweg. Na. Da ist er drinnen. War schön im 50er Bereich drin. Ach geh. Was haben wir denn da? Wieder ein Kupferblechsplitter. Und weiter geht's. So, und das ist jetzt mein letztes Signal für heute. Da heraus müssen wir es flackern. Oh, das hat sich aber ganz schön ins Grasnäh geflüchtet, das Signal. Jawohl, schaut euch das an. Und da haben wir wieder mal eine Münzen, wahrscheinlich. Ziemlich, ja, vom Plurg ein bisschen zerfressen. Aber eine Münze, jawohl, super. Oh, jetzt habe ich doch noch mal ein Signal gekriegt, aber dann ist jetzt echt Feierabend danach. War ziemlich oberflächlich, schön im Reichspinning-Bereich.
Na, schauen wir mal. Aha, es ist da an der Seite drin. Ist ne. Da ist drin ein Münzbrocken mit Ringwurm. Und was haben wir da? Zum Abschluss ein kleines Stimmblättchen von einer Mundharmonika. Ja. So, jetzt sind wir heute wieder am Ende angekommen. Mr. Seller da und ich. Wir sind mal richtig geschafft jetzt. Wir haben jetzt ungefähr 8 Stunden unterwegs. Von 10 bis um 6 jetzt. Ja, es war halt alles dabei. Hundetechnisch gesehen her. Super Sachen. Natürlich der Goldring. Also Oberklasse, Silbermünzen, Musketenkugeln, Eiligenanhänger und das eine Fragment bzw. die Brosche, die ich gefunden habe. Ja, wenn es überhaupt eine Brosche ist, müssen wir mal schauen, was da rauskommt. Das werde ich auf jeden Fall meinem Archi zeigen. Ja, dann sehen wir uns bei meinem nächsten Teil oder bei unserem nächsten Teil. Und dann sage ich Servus, erst einmal vom Bayern-Sondler wieder und von Mr. Seller da.